Und Hallöchen, meine Lieben. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 5. Das gibt's doch nicht. Was? Was für ein Puma? Ich habe hier keinen Puma. Was ist denn das hier? Oder liegt da Geld? Ihr könnt dir einfach da Geld liegen lassen. Das schaffe ich nicht allein. Was denn? Ich könnte echt deine Hilfe brauchen. Bei was denn? Gute Arbeit am Lager übrigens. Natürlich haben wir jetzt ein anderes Problem. Da unten am Fluss gibt's einen gefährlichen Puma. Das ist kein gewöhnliches Tier. Er soll eines der gescheiterten Experimente der Sekte sein. Er tötet jeden, der ihm zu nahe kommt. Die haben ihn so voll Bliss gepumpt, man kriegt schon Halluzinationen, wenn man nur neben ihm steht. Ich habe einen Trupp losgeschickt, um ihn zu erledigen. Aber die kamen nicht zurück. Sind wahrscheinlich tot. Ich hätte gern, dass du das zu Ende bringst. Aber ich sag dir, das Vieh ist super gefährlich und absolut unberechenbar. Aha. Okay. Wartet mal. Ich guck mal, wo soll denn das sein, bitte? Unten am Fluss? Bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Hier irgendwo? Wartet mal. Das ist jetzt eigentlich eine... Tritt aufs Gas, lalala, lalala. Blü. Oh Gott, was haben wir denn? Der Chuck Puma. Folgen. Okay, und wo ist das? Ist das das? Okay, da werde ich aber wahrscheinlich mit dem Auto hinfahren müssen, oder? Kann das sein? Ich habe ich hier noch nie gesehen. Nee, wirklich? Okay, dann werden wir uns erstmal ein Fahrzeug organisieren müssen. Ich glaube, ich nehme das da. So, Boomer, gehst du mit, ja? Ja, das geht ja schon super los hier. Aua. Wo geht's denn hier? Kann ich nicht hier hoch? Ich komm doch, ich komm nicht hoch. Na gut, dann außenrum. Boomer, geh weg. Uah. Was denn das? Was knusst du denn? So. Uah. Oh, das ist aber ganz schön weit weg, ey. Freiflug. Was ist denn das da unten? Oh, das Aua. Baum. Au, au, au. Oh Gott, bin ich... Alter, was mache ich denn hier für eine Scheiße? Ich hänge hier fest. Was ist denn das hier? Oh. Ups. Oh. Der markiert ja alle, die hier so rumkreuchen und fleuchen, ne? Aber ich muss irgendwie auf die andere Seite rüber. Ich glaube, aber wenn ich auf der Straße entlang fahre, bin ich wahrscheinlich im Arsch. Denke ich mal. Oh, ups. Au. Au. Toll. Schießt mich halt an, ihr Pisser. Hallo. Au. Ich muss weg hier. Au. Au. Hallo. Au. Au. Sind doof, Opa. Huch. Au. Scheiße, ich muss hier weg. Au, 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 au. Ja, was steht denn da? Ein Flugzeug? Ich wollte schon immer mal fliegen. Au, 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 au. Oh, warte mal. Was sehen da meine entzündeten Augen? Pfeile. Oh, plündern? Kann ich nicht? Na gut. So, jetzt. Hallo? Nein.
So, wartet. Beschleunigen. Wie kann... Ah, okay, alles klar. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, dahin. Irgendwo so diese Richtung. Oh, da sieht mich jemand. Die sehen mich, die sehen mich nicht. Ihr seht mich einfach nicht. So, hier irgendwo soll das sein. Okay, wartet. Ich probiere was. Fallschirm. Oh, Alter. Das war das Flugzeug. So, irgendwo hier müsste der Puma sein. Ich glaube fast, der ist unterirdisch, kann das sein? Oh Gott, ich komme hier nicht hoch. Oh Gott, ist das hoch. Hier vielleicht? Okay, wo ist Boomer? Alter, wo ist mein Boomer? Boomer? Wo ist mein Boomer? Das geht ja gar nicht. Warum ist denn mein Boomer schon wieder weg? Hallo? Wer ist denn das? Euer freie Angriffe sind jetzt besonders brenzlig. Hochsicher, resistent gegenüber den meisten Explosionen und Einschlägen. Ah, ich habe noch so einen Spezialisten. Okay. Der ist aber erst wieder in 3 Minuten bereit. Okay, und wo ist jetzt der? Der Boomer! Was ist das denn? Warte mal. Ah, da ist der Puma, okay. Da ist er. Oder ab. Ich krieg die schon. Oh. Kann ich nicht nehmen. Kriegt ihr schon, du kleiner Pisser. Kriegt ihr schon. Komm her, du Sack. Bleib stehen. Bleib stehen, habe ich gesagt. Wo ist er denn? Hatten die doch gerade. Hä? Wo ist denn der Penner? Hä?
Was ist das? Oh, Alter, was ist denn das für eine geile Knarre, Alter? Wo steckt er? Oh Gott! Oh, Alter, was? Was ist das denn? Fuck. Wo ist er? Alter. Ich sehe nicht mehr. Okay, wartet. Ich schau mal ganz kurz. Ist der Boomer bereit? Ja, der Boomer ist bereit. Den hole ich mir jetzt gerade. Und jetzt hoffe ich mal, dass er kommt. Boomer, wo bist du? Na komm da. Boomer, komm. Zeig mir, wo steckt der? Wo ist der Puma? Wo ist er? Zeig! Wo ist er? Such! Siehst du ihn? Ich nicht. Komm, Puma. Wo? Wo denn? Zeig! Wo denn? Wo ist er denn? Zeig! Such! Wo ist er? Weiß nicht, wo er ist. Keine Ahnung, wo das sein soll jetzt. Ich bin momentan etwas ratlos. Verdammt, jetzt habe ich so voll die geile Knarre. Wo? Wo ist er? Zeig, wo ist er? Da ist er. Hö! Hö! Alter, ich muss hier raus. Hö! Alter, was geht denn? Kommen irgendwelche Büffel auf einen zu, aber das ist dieses Bliss. Verschwinden die auch mal wieder? Anscheinend nicht. Ich weiß es nicht. Oma, hilf mir doch mal bitte. Wo? Wo denn? Zack, wo? Da ist er.
runter. Scheiße! Oh. Alter! Ich krieg ein bisschen Kohle, jawoll! Und ich kann den plündern, sehr gut. Pumahaut. Alter, oh, ich muss hier raus aus diesem Gesöff. Pfui! Alter! Wo ist meine Knarre überhaupt? Was ist die? Ja, das ist meine Knarre. Boah, Alter! Ich habe 3 Vorteilspunkte, aber irgendwie, warte mal. Ich muss hier raus. Das Bliss ist echt ungesund. Was ist denn? Was? Was hast du gesehen, Boomer? Oh, warte mal. Entschuldigung. Nein, ich will keine Tiere töten. Tut mir leid, ist einfach so. Ich weiß. Lass die Tiere in Ruhe. Das sind einfach liebe Tiere. Ich weiß nicht, ich konzentriere mich auf alles andere, aber nicht auf das, was ich eigentlich wahrscheinlich sollte. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt? Verfügbar 6 Punkte. Ich wollte eigentlich den Wingsuit machen. Was ist denn das hier? Sharky kommt nach Verletzungen schneller zurück. Nö, nicht unbedingt. Das ist nicht so wichtig. Was gibt's denn hier noch? Nahkampfmeister. Nahkampfwaffen sind robust und effizienter. Schnelleres Nachladen, zielende Wechsel von Bögen. Okay, was ist das hier? Herstellung, Sabotage, Sprengfallen, Alarmmanipulation und Safe-Knacken werden beschleunigt. Alle von dir benutzten Fahrzeuge reparieren sich von allein. Okay, das ist natürlich auch geil. Bewege dich in geduckter Haltung wesentlich schneller. Oh, das klingt alles irgendwie geil. Was ist das hier? Aha. Das ist Auto, lalala. Was ist das hier? Waffenprofi. Schnelleres Nachladen. Ich hatte irgendwo... Trage mehr, okay. Platz für mehr Gegenstände im Inventar. Verdammt, was mache ich denn? Weiß es nicht. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Schwergewichtsmeister, naja. Aber das ist auch geil. Oh, warte mal. Wingsuit. Was kosten der? 4 Punkte. Autoreparatur. 6. Was ist denn das hier noch? Schweißbrenner. Der Schweißbrenner wurde dem Werkzeugrad hinzugefügt. Öffne Saves und repariere Fahrzeuge damit. Tierangriffe verursachen weniger Schaden. Moment. Raubtiere außer Chucks greifen nicht dich, sondern Gegner in deiner Nähe an. Beutetiere fliehen seltener vor dir. Funktioniert auch in Arkade. Fernzündungs- und Annäherungssprengsel können nun in Läden erworben werden. Boah, ich habe keine Ahnung. Was mache ich denn? Waffenprofi. Ich glaube, ich mache das da. Das sind 6 Punkte. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Wir probieren einfach das mal aus. So. Wohin des Wegs? Wir haben ja noch ein paar... Ein paar Aufträge. Was haben wir denn hier unten? Wartet. Hab ja noch ein paar Nebenmissionen. Oh Gott, ich habe noch immer noch den Konvoi. Oh Gott, nein. Ich muss den auch irgendwann mal machen. Ich bin mir sogar fast sicher. Verstreute Herde. Ich bin mir fast sicher, dass ich nochmal... Ich glaube fast, ich... muss noch mal wohin. Wartet mal. Ich glaube zu... Huch, was war das denn? Nee, das bringt mir momentan nichts. Ich bin noch ein bisschen schlecht bewaffnet. Halt, wartet. Ich reise mal schnell nach Fall's End. Weil ich glaube fast, dass ich da auch ein bisschen was übersehen habe. Ja,
ich weiß. Es gibt ziemlich viel zu entdecken im Land und zum Zerstören und tralala. Aber ich versuche irgendwie vielleicht einen Bereich mal fertig zu machen oder so, aber das ist... Okay, ich gucke jetzt mal noch mal ganz kurz hier rein. Ey, warte mal, hier war doch... War nicht hier das mit dem Eierfeier, glaube ich, der Typ hier? Der hat auch noch mal was. Ich hab da was dieses Fest zu einem gewaltigen Erfolg machen wird. Okay, Deputy, heben wir den Testosteronspiegel und geben wir den Leuten das Feuer, das sie brauchen. Bisher haben wir unsere Montana-Prachtstücke auf fünferlei Weise serviert. Gebacken, frittiert, gekocht, gedämpft, getrocknet. Und dazu hatten wir sogar ein eigenes Dessert. Nüsse im Schlafrock. Aber das wird dieses Jahr nicht reichen. Wir brauchen was Neues, was Aufregendes. Wir werden ein Buffet kreieren, bei dem jedem Fernsehkoch der Arsch auf Grundeis geht. Drei neue Zubereitungsarten für die Fleischpflaumen. Als Hackfleisch, gebraten und blau. Also, Fleischpflaumen. Die sind einfach. Ein Mulcher-Traktor und Feuer sollten reichen. Die dritte? Also, sagen wir es so, einen Stier zu unterbrechen, wenn er versteckt die Salami spielt, ist mit das Gefährlichste, was man tun kann. Aber deswegen schmeckt sie auch so lecker. Bring mir das Fleisch, wenn du fertig bist. Dann starten wir dieses Fest mit einem Knall. Ach du Scheiße, was? Wenn du es sagst. Okay, wo soll das sein, bitte? Nee, hä? Wo ist denn das? Ach, das ist das hier. Prärie Austern Ernt. Prärie Austern. Echt jetzt? Oh Gott, wie kommt man auf so einen Namen? Aha. Okay, gut, dann. Boah, Alter, wo ist denn das? Oh, ist ja gar nicht das so weit weg. Fantastisch. Es kommen ständig was ist denn das hier? Notiz von Mary Mays Vater. Versprich mir drei Dinge, schließ dich nicht ihnen. Ach, das glaube ich kenne ich irgendwo. Ja. Okay. Klingeling. Mensch, Boomer, geh doch mal weg hier. So, also. Dann wollen wir mal schnell ratzifatzi darüber. Gut, das ist jetzt nicht so weit. Ein Hopsa. Na, Boomer, machst du schon schlapp? Oh, was haben wir denn hier? Guck mal, was da ist. Ach du Scheiße. Ich hab's schon gesehen, keine Sorge. Ich hab's gesehen, keine Sorge. Irgend so ein Bauer. Okay, wartet mal. Tut mir leid. Einer weniger. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Okay, warte mal. Nein, das wollte ich doch jetzt gar nicht. Ich wollte hier hin. Und zwar... wo ist denn das? Ist das hier? Ist das der Fernzünder? Das da ist er, glaube ich. Fernzündungssprengstoff, genau. Das nehme ich jetzt mal. So, und das bastle ich jetzt einfach mal hier dran. Wie kann ich das dann zünden? Ah, ich weiß. Oma, komm mal her. Geh mal weg. Komm her. Oma! Du Vollpfosten! Achtung! Bamsen! Oh Gott, also wenn das jetzt in die Nachbarschaft aufgeweckt hat, dann weiß ich auch nicht. Entschuldigung. Was war das denn? Ups. Aber da wollen wir nicht hin. Da gehe ich lieber mal weg. Müssen wir dahin? Huch, was ist denn hier kaputt?
Ja, Boomer ist gut, da wollen wir aber jetzt eigentlich nicht hin. Oh, was war das denn jetzt? Wie konnte der mich sehen? Au! Ich bin weg. Er sieht mich nicht. Psst, Boomer, sei leise. Ich glaube, die suchen mich eh. Weiß er. Den schnapp ich mir. Oh fuck, Alter. Haben wir sie? Der war mir auf jeden Fall wichtig, der Typ. Nein! Was bist du für einer? Geh weg, hier gibt's nichts zu sehen. Nein, nee, ich will nicht nehmen. Ich wollte den eigentlich plündern. Warum kann ich den nicht plündern? Was ist da? Was ist denn da? Huh! Okay, jetzt reicht's. So, was gibt's denn hier? Was ist das denn hier? Hä? Ich ignoriere mich ruhig. Ich sitze ja nur in der Falle. Ich könnte etwas Hilfe brauchen. Okay. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich brauche wahrscheinlich Hilfe von jemandem, der zufällig vorbeikommt. Hey, hallo Larry. Okay, ich werde ihm mal helfen, aber ich muss erstmal gucken, was ich machen kann. Oh Gott, irgendeiner sieht mich gerade. Fein machst du das, Boomer. Ey, Alter, geht's noch? Du Mistvieh. Au, Alter. Komm her! Ich tritt dich ein bisschen, du Sackgesicht. Ja, Boomer, warte, ich komm. Ich komm, da bist du. Ja, ja, fein. Ist gut. So, Alter, wo sind denn diese ganzen... Ah, hier ist noch einer. Ausschalten. Okay, es fällt noch irgendwie einer. Den haben wir... Okay, warte. Ich weiß nicht, wo der andere ist. Tja, was soll denn das? Ich werde hier ständig entdeckt. Ach, hier. Hallo? Ich glaube, ich habe dich... Ich habe dich befreit, wa? Befreie Larry! Hallo? Oh, ich habe Kohle gekriegt. Na? Anne hat gesagt, dass bald Hilfe kommt. Es kann kein Zufall sein, dass du hier bist. Vergiss diesen Sekten-Nonsens. Das lenkt dich nur unnötig ab. Auf uns beide warten wichtigere Dinge. Drei Worte. Gefahr im Verzug. Noch zwei Worte. Globale Katastrophe. Mehr kann ich nicht sagen. Die hören alles mit. Die filtern nach Schlüsselbegriffen, damit sie uns erfassen und in Stücke sprengen können. Das darf nicht passieren.
Ich werde sie aufhalten und du kannst mir helfen. Aber wir kommen erst weiter, wenn wir ihre Abhörgeräte auf dem Purple-Top-Sendemast zerstört haben. Und wenn wir das nicht schaffen, können wir sie nicht überlisten und ausmanövrieren und Scheiße, was ich meine. Showtime! Die Reise des Helden. Okay, der ist ein bisschen durchgeknallt. Der ist ein bisschen paranoid, kann das sein? Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Comic. Geil. Okay, was haben wir denn hier? Ein Safe. Tut mir leid, den muss ich jetzt knacken. Ich hoffe, es rentiert sich. Okay, was haben wir denn da drin? 250, das ist ja nicht gerade die Welt. Hm, lecker Pizza. Oh, was ist hier? Hier ist nichts, okay. Eine Werkzeugbank, erste Hilfe, habe ich voll. Okay, also jetzt soll ich irgendwie, warte mal, was soll ich jetzt? Was soll ich jetzt für den Typen machen? Ich wollte doch eigentlich das hier machen. Okay, pass auf, Leute. Es war ja genug Action jetzt für die Folge. Einmal hier diesen Puma und diesen Crazy Larry hier befreit und ja, gut. Ich hätte mal gesagt, das Weitere da hier mit ja, dem Ochsen oder was weiß ich, was wir mal machen, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Und ja, danke fürs Zuschauen. Ich bin raus. Tschö mit Ö.